Und es geht weiter. Sorry für eine kleine Unterbrechung. Und gleich mit dem Kampf. Einfach alles. Ja, so. So. Perfekt. Kampf zu Ende. Also, sie haben, glaube ich, irgendwas mit 500 schon mal. Gut. Da hatten wir ja den Barbarossa gesagt, dass wir nicht zu den Heinis wollen. Ja, jetzt kommen die ganz schön nervige Runde. Haben wir es? Oh nein. Wir sind umzingelt. Ich dachte, ich kann hier abhauen oder so. Aber nein, geht nicht. Ne, halt. Was mache ich denn? Ne? Warum hat mein Imperator eigentlich immer so viele Wachmänner? Er hat Angst. Er hat Angst. Angst im Dunkeln. Deswegen stehen die überall. Ich eine scheiß Nachtlichtkarte zu kaufen. Ja, sparsam. Der lässt lieber gleich komplett das Licht brennen. Oh ne, wegen 50. Bleibt ja noch am Leben. So ein Scheiß. Erstmal ein bisschen im Gesicht rumfuchteln. Ist doch immer gut. Genau, Volltreffer weg damit. Und weg. Oh je, yeah, 700, das ist natürlich ein Schaden. So. 19.000, oh geil. Also, das Böse an dem Ganzen ist, du bekommst hier so viel Kohle, dass man selbst überlegt, ob man vielleicht nochmal zurückläuft und das einsetzt. Das ist ganz gemeine daran. Um auf dem Rückweg abgeschlachtet zu werden. Nee, das glaube ich nicht. Kommt natürlich drauf an, wo du das aussuchst. $18.500 ist 20.000 pro Kampf, einfach so mal. Warum haben die alle so viel Geld bei sich? Die sind Leibgarde, denke ich mal, deswegen haben die ein bisschen mehr Kohle hier. Meine Fresse, also ich persönlich nehme mein Portemonnaie nie mit in die Arbeit. Ich bringe jetzt immer meinen Rucksack in den Spind und dann warte ich, bis ich Schluss habe und dann kaufen wir erst was. Ja, also, ich habe halt gewohnt, wenn ich in der Rüstung wäre, das ist halt bescheuert. Aber da siehst du, da musst du erst nach Hause und das, da kannst du das erst kaufen. Nee, ich habe den Rucksack ja mit, also ich gehe immer mit Rucksack und wenn ich dann arbeiten bin, dann packe ich das Geld in den Rucksack und der Rucksack liegt dann auf der Arbeit, da wo ich mich dann umziehe. Also wenn ich mich jedes Mal für die Arbeit in eine Rüstung zwängen müsste und dann in der Rüstung botten, ist voll scheiße. Deswegen in den Rucksack, in den Spinn und dann aus der Rüstung raus, Portemonnaie und dann kann man auch mal was kaufen. Dann könntest du ja auch theoretisch das Portemonnaie in den Spinn tun. Ja, also so bescheuert hier Geld immer bei sich tragen müssen, finde ich doch recht geknattert. Na, stell dir mal vor, du bist, wie ist das, auf Montage oder bei anderen Kunden. Ja, dann nehme ich das Geld natürlich mit, falls ich dann zwischendurch im Laden mir was zu futtern hole. Siehste, das denken sie sich vielleicht auch. So, oh, jetzt kommt gerade keiner, gehe ich noch schnell irgendwie mal zu Meckes und hole mir da Abfall. So. Muss ich allerdings sagen, ich nehme immer, wenn ich mit zum Kunden fahre, nehme ich immer meinen Rucksack mit und den schmeiß ich, dann lasse ich immer im Auto liegen. Damit der Kunde selbst nicht in meine Taschen greifen kann. Aha. Da bin ich ein ziemlich sicherer Mensch. Mich recht eigenartig. Feldo hat auch Angst im Dunkeln, wie es aussieht. Hab ich das? Ich wohne im Keller, das ist ständig dunkel. Dam. Ich hab mehr Angst im Licht. Für so ein oller Vampir. Dam. Deswegen sieht man mich auch nie tagsüber draußen. Voll der, wie heißt das, Nerd. Ich dachte mehr Grufti. Da ist er sprachlos. Leute, das nervt. Aber volle Kanne. Meine Fresse, wir wollen doch bloß den Imperator den Kopf abschlagen. Ja, das passiert doch täglich.
mal durch Afrika gelaufen, das ist nichts anderes. Jetzt schon ein bisschen gemein. Ja, leicht schon. Oh Gott, mein Daumen ist so langsam. Oh Leute, los, mach den mal fertig, ja. Okay, ich schmeiß den Scheiß einfach weg, mir egal. So. Frage drauf. Oh, ich sehe jetzt. Verkabelverhärterung. Einfach wegpacken und erstmal im Kopfhörer reinbleiben. Schleichwerbung, ja, schon wieder. Ich sag ja nicht, dass er von Apple ist. Aha. Ey, Drachen, dafür kriegen wir jetzt 10 Cent. Na, schön wär's. Also insgesamt, die muss ich dann durch 6 teilen. Wer bekommt... Ich nehme die Kommastelle mit. Von allen. Nee, ja. Die krieg ich. Ich bin der Chef. Ich hab's organisiert. Ah, ich hab keine Hölle mehr. Na, okay. Sehr. Wow, das ist ja total viel. Jeder kriegt von uns 1,6 Cent. Hey, immerhin, davon kann man sich, wenn man noch fünfmal das sagt, vielleicht noch einen Schlumpf holen. Leck mich da am Arsch, ey. Mit 1,6 Cent. Was geht denn jetzt ab? Ist das, ich check grad was nicht, warum ist Flink, wieso Victor tot? Du hast mich abgelenkt. Nein. Wenn es Victor dann umgekippt? Gerade eben. Wer hat er das denn gemacht? Der hat Nasenbluten bekommen. Jetzt ist Flick auch tot. Alter! Ey. Was brauchst du für einen Scheiß? Ey, nicht mehr viel lang und alles fertig und so weiter geht. So. Boah, lass uns doch endlich mal den scheiß Imperator töten. 24.000 nochmal. So, erstmal. Ja. Die Kacke hier feilen. Was soll denn das? Das ist ja unmöglich. Halt? Nee, das nicht übergeben. Boah, verdammt, das ist natürlich echt scheiße. Und wir haben jetzt schon. Ich hatte nichts dabei. Also, vielleicht noch 10.000, 20.000. Schon 240.000. Oh, leck mich doch am Arsch, ich will den scheiß Imperator tot sehen. Tja, das werden wir, wie es aussieht, den übernächsten Part, wenn es so weitergeht, machen. Herrgott! Ich wollte noch wohin! Wie, du wolltest noch wohin? Nichts wohin? Ins Bett oder was? Ja! Gibt's nicht. Und noch Payself holen! Wozu? Nicht schon das Ding. Bei Steam ist gerade ein Spiel im Angebot, das wollte ich mir schnappen. Ja. Was ist für ein Spiel? Was soll das für ein Spiel sein? Das sage ich dir doch nicht. Oh, ich kann es doch sowieso sehen, wenn du es geholt hast. Siehst du dann doch, wenn ich es demnächst spiele. Na, Star Wars kann es nicht sein. Das war erst. Ja, hast recht. Da habe ich mir auch ein Spiel geholt. Oh, leck mich doch am Arsch, scheiß Waffen. Ja, der Gang ist... Keine Ahnung. Oh. Dann krieg ich doch eher eine Grippe, als dass sie zu Ende ist. Oh, super, schon passiert. Warum holst du dir eine Grippe? Ist das bei Steam in Angebot oder was? Was? Ist das etwa bei Steam in Angebot oder was? Ja. Also, extra zu Steam, da würde ich nicht gehen.
Apropos, warum erwähnen wir zu oft Steam? Keine Ahnung, vielleicht weil wir ständig nutzen. Ich dachte wegen Schleifwerbung. Nee, das ist was mein nicht. Ey, ich. Hast du schon mal sowas gesehen, dass es dass manchmal Steam so übel sich rumspackt? So, dass sagt, ey, das Spiel und sowas ist übel sich günstig und so. Oder so ein Paket. In Deutschen her ist das Paket vielleicht. Also ich hatte schon sowas gehabt, dass das teurer wäre, als wenn ich die Einzelspiele holen würde. Aber wenn man es auf den englischen Steam guckt, sind auf einmal plötzlich dann 4 oder 5 andere Spiele noch dabei. Und das ist mal richtig arschlos. Das hatte ich bisher noch nie. Das, was ich immer hatte, war, dass es 3 Spiele im Angebot gab und richtig billig, also so richtig geiles Angebot. Die Spiele waren noch in Deutschland erhältlich. Das war sogar noch besser. Das Beste war auch, also das Allerbeste war, die gab es sogar alle im Paket. Aber egal, ob man das Paket oder die Einzelspiele angeklickt hat. Was? Der hatte immer Fehlermeldungen auf der Seite, man konnte es nicht bestellen. Durchgehend. War richtig kacke. So. Damit fällt er heute nicht vom Mac hat wieder, wegen Cliffhanger und so. Ist es schon wieder sehr im Überziehen des Partys. Also, schreibt es in die Kommentare, wenn es einen zweiten Teil geben sollte. Oder geben wird vielleicht sogar, was ich eher schon immer glaube. Ob ich die Kämpfe vielleicht einfach rausschneide. Weil. Ich sage jetzt gerade ja. Wie ihr seht hier, wenn sowas kommt, dann hast du recht eigentlich. Okay, die Bosskämpfe oder sowas. So, das hier ist doch gerade ein bisschen einschläfernd, das gebe ich ja auch zu, deswegen. So hört sich an, wenn Fellow schläft. Nein, so hört sich das an, wenn ich es übertrieben mache fürs Stimmchen. In echt penne ich ganz seelenruhig auf dem Rücken und schlaf gar nicht. Ich sitze die ganze Zeit am Rechner und nehme für euch auf und mache einen ganzen Scheiß, deswegen bin ich total übermüdet und wünsche mir immer zu schlafen. Ja. Wenn ich dann um 4 Uhr morgens endlich auf die Idee komme, ach, leg's dich doch mal hin, klingt nach einer Stunde der Wecker. Und dann wundert er sich, warum er irgendwie krank wird. Ja. Ich glaube, ich fange mir sogar gerade eine Mandelentzündung ein. Yay. Ich gehe aber nicht zum Arzt und lasse mich krank schreiben aufgrund der Tatsache, dass ich noch frisch im Praktikum bin und ungern vom Betrieb als faul hingestellt werden möchte. Ach, warum nicht? Das fängt doch gut an. Mache ich, nachdem ich da 2 Wochen war und ich dann das Problem noch habe. Schneidest du den Scheiß eigentlich raus oder lässt du den auch drin? Ich lasse den auch drin. Es geht erst am zweiten Teil. Da denke ich mal, kein Schwein sich darauf meldet. Oh, man. Wie viele kommen dann noch? Wir sind schon sehr nah am Ende. Herr Gott, ich wette mit dir, wenn man all die Wachen, die man hier auszählt, mitzählen würde. Ach ja, was ist jetzt? Mit diesen ganzen Kriegern hätten die im Krieg sicherlich gewonnen. Tja. Ich schwör's dir. Apropos, wegen dem Radio-Dings. Kann man es erwähnen? Obwohl, kann man ja schon. Ja. Denke ich mal. Läuft das jetzt oder läuft das jetzt nicht? Die Aufnahmen, die sind schon, die erste ist schon oben von der ersten Woche. Echt? Schon gesagt, die mache ich auf meinem privaten. Muss ich mal anfangen. Ja, ist relativ kacke geworden. Super. Macht ja schon. Und derzeit hier wird auch kacke, also in der nächsten, weil ich für diese das erste Mal noch keine Information fürs Radio bekommen habe. Deswegen habe ich noch keins gemacht. Das wollte ich jetzt eigentlich im Nachhinein diese Nacht mit reinschnibbeln, fällt mir gerade jetzt ein und mir fällt auf, ach kack, ich habe noch gar nichts vorbereitet. Kack, das heißt, dieses Mal wird es auch wieder keins geben. So viel wie noch ändern. Scheiße. Dann muss man auch endlich mal ein Skyrim-Special setzen. Also von uns, also von. Hast ja schon die ganzen Ton. Ich habe von ein paar noch nicht die Texte.
Das ist aber eher weniger das Problem, sondern mehr das Problem ist, dass ich persönlich die Leute, die ich ja schon habe, immer noch aufschiebe. Das heißt, ich könnte die eigentlich machen, ich mache die noch nicht. Oh. Weil ich einfach persönlich keinen Bock habe. Wie kannst du nur? Ich habe privat einfach ein bisschen viel zu tun. Du könntest ja theoretisch auch Virensack fragen. Weshalb? Ob er dir hilft. Hust, hust. Was ich aber nicht glaube. Ja, ihr seid, kann ich selber. Ihr seid irgendwie ein bisschen verfeindet in letzter Zeit. Also, kommt das mir nur so vor oder ist es so? Da war gerade die Schnauze voll, warum ich nicht mehr zur Schule gehe und andersrum. Hä? Ich würde gerne noch zur Schule, weil das richtige Berufsleben ist richtig für den Arsch von wegen anstrengend und er kriegt gerade Kotzen, weil ich irgendwie ständig richtig geile Tag habe in seinen Augen. Na gut, ich war Dienstag im Phantasialand. Also. Montag musste ich in eine Bewerbung zum Bewerbungsgespräch. Donnerstag und Freitag hatte ich frei. Okay, das ist natürlich jetzt wirklich. Das ist jetzt echt scheiß Beispiel dafür. Aber wenn du jetzt eine Ausbildung machst, da hast du, musst du auch schön reinklotzen. Deswegen. Ja. Ich glaube, weshalb, was ihm noch mehr aufregt, ist, ich verdiene Geld. Naja, das. Ob man das Geld nennt. Achso, ich wollte eigentlich hier einen Cut setzen, fällt mir so auf. Mein Gott. Ja. Ich habe ja gesagt, bis zum Speicherpunkt. Und an dieser Stelle gibt es erstmal ein Cut. Tschüss. Tschüss.